Weil sich Dreitürer immer schlechter verkaufen, rollen die Nachfolger von A1 und A3 ausschließlich als Fünftürer vom Band. Der Diesel bleibt als 3- und 4-Zylinder nur dann im Programm, wenn sich die notwendigen Umrüstmaßnahmen rechnen. Der neue A1 ist kein schmaler und hochbeiniger Pummel mehr. Analog zum nächsten A3 Sportback wird das Einstiegsmodell breiter, flacher und dynamischer. Das knapp 5000 Euro teure Upgrade vom A1 zum A3 bringt mehr Platz, mehr Ausstattung und auf Wunsch deutlich mehr Power. Das bildhübsche A3 Sportcoupé nimmt als Neuzugang das BMW 2er Grand Coupé und Mercedes CLA ins Visier. Die expressiv gestylte Sportlimousine komplettiert das Programm. Was nach wie vor fehlt, sind der Q1 Crossover, der A3 Vario als Antwort auf BMW Active Tourer und Mercedes B-Klasse sowie ein Derivat der von VW verantworteten neuen Elektroplattform. Fazit: Vorteil A3. Mehr Vielfalt, mehr Leistung, mehr Status.